Hallo, mein Name ist Maike Kranz von 123 Effizient dabei. Ich bin Expertin für Büroorganisation und in diesem Video möchte ich Ihnen einen Tipp zu Windows geben. Und zwar geht es um das Thema Screenshots erstellen. Ja, wie würde ich das normalerweise machen, wenn ich jetzt hier einen Screenshot erstellen möchte und ich möchte jetzt, sagen wir mal, nur hier diesen blauen Teil ausschneiden? Da würde ich auf meinem Laptop auf die Taste Druck drücken und dadurch hätte ich einen Screenshot erstellt und dann gehe ich auf die nächste Seite und über Steuerung V füge ich das ein. Sie sehen, es ist natürlich alles drumherum mit Datum, Uhrzeit und allem Pipapo ausgeschnitten worden, weil ja der ganze Bildschirm davon ein Screenshot erstellt wurde. Das heißt, ich muss jetzt hier auf Zuschneiden gehen und dann hier das Ganze auf den blauen reduzieren. Das ist jetzt übrigens egal, ich habe es jetzt nur in PowerPoint gemacht, weil es sich gerade für mich so anbot, hier eine Grafik zu haben, die ich ausschneiden kann. Das funktioniert auch in Word zum Beispiel, so etwas auszuschneiden. So, dann gehe ich hier noch auf Komprimieren, damit alles, was ich nicht haben will, weggelöscht wird und dann hätte ich hier dieses Blau. Das geht aber auch anders mit einer Tastenkombination. Dafür brauche ich drei Tasten von meiner Tastatur. Das ist das Windows-Symbol. Die Umschalttaste, die brauche ich, um große Buchstaben zu schreiben. Und das S, der Buchstabe S. Dadurch wird alles so ein bisschen gräulich. Und ich habe hier oben eine kleine Leiste. Ich wähle ruhig auch diesen rechteckigen Modus aus. Meine Maus ist jetzt ein weißes Kreuz. Und wenn ich jetzt mit gedrückter linker Maustaste hier so ein Fenster praktisch aufmache, dann ist dieser Bereich hell und das heißt, das ist der Bereich, den ich ausschneide. Das ist das, was ich dann hier, jetzt habe ich die linke Maustaste wieder losgelassen, gehe ich jetzt hier auf die Seite. Wenn ich jetzt auf Steuerung V klicke, dann wird eben nur das, wo ich gerade meinen weißen Kasten drum gemacht habe, ausgeschnitten und hier eingefügt. Das ist dieses sogenannte Snipping-Tool. Ja, damit geht es tatsächlich viel schneller, wie wir jetzt gerade festgestellt haben. Und das wäre eben mein Tipp für Sie. Nutzen Sie das Snipping-Tool, um Dinge auszuschneiden. Geht auch Informationen, die Sie von der Webseite ausschneiden oder von anderen Programmen, die Sie so nutzen. Und dann können Sie dieses Ausgeschnittene zum Beispiel in Word oder in Excel oder hier in PowerPoint oder in eine E-Mail und so weiter einfügen. Sie kennen das bereits. Hat Ihnen das Video gefallen? Dann abonnieren Sie meinen Kanal. So verpassen Sie keinen meiner sofort umsetzbaren Tipps, mit denen Sie Ihre Produktivität steigern. Melden Sie sich bitte auch zu meinem 10-Tage-Kurs an. So erhalten Sie meine 10 besten Tipps für mehr Effizienz am Arbeitsplatz.